das Ganze hier halt ein bisschen aufgeräumter aussieht, ein Tab-Interface, schön zu bedienen. Man kann direkt hier Dateien hochladen. Was für ein Plugin braucht man da, um das zu machen? Ist das irgendwie, ist es ein Plugin oder ist es ein Skin? Ist das verfügbar oder muss man das Ja, völlig abbilden? das ist ein Plugin, das heißt, in Ermangelung eines besseren Namens, Topic Interaction Plugin. Okay. Denn es ging einfach hier darum, auch Leuten die Möglichkeit mit diesem Plugin zu geben, ältere FrostWiki-Versionen nachzurüsten durch ein Plugin, was sie dann schon mal auf ihre Plattform installieren können, ohne tatsächlich direkt ein Komplett-Upgrade von FrostWiki zu machen. Ja, alles klar. Gut, schauen wir mal weiter in unserer Agenda. Ja, dann, was ich zu FrostWiki selbst noch sagen kann, FrostWiki 1.1 kommt jetzt mit einem sogenannten Page Cache mit. Das heißt, Page Caching, eine Seite kann optional für einen gewissen Zeitraum vorgehalten werden und braucht nicht neu berechnet zu werden. Das reduziert die Ladezeiten, richtig? Das reduziert die Ladezeiten und das reduziert vor allem die Last auf dem Server. Da gibt es doch irgendwie Yahoo, haben die nicht irgendwie 19.000 Leute, die darauf zugreifen und das dauert alles so lange? Die werden sich vermutlich gefreut haben über so eine Funktion, oder? Ja, richtig. Genau für solche Sachen ist das gedacht. Es ist vornehmlich eigentlich gedacht für FrostWikis, die in der freien Wildbahn installiert sind. Das heißt also, mit denen man als CMS-System eine Internetseite gestaltet. Im Intranet, in dem halt doch relativ oft der Content sich ändert, macht es jetzt erstmal nicht so viel Sinn, dadurch, dass die Abhängigkeiten der Seiten untereinander doch sehr groß ist und dadurch der Cache oft neu berechnet wird. Okay. Der Nettogewinn, also der ist eher dadurch gegeben auf Content, der sich nur relativ selten ändert oder halt bei sehr großen Einstiegsseiten. Ich kann es ja mal kurz demonstrieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Startseite habe und die dürfen nur drei Leute aus meinem Unternehmen bearbeiten, dann wäre das vermutlich eine Seite, die ich dadurch deutlich beschleunigen kann, weil die sich ja dann vermutlich nicht so häufig ändert. Ja, richtig. Also nehmen wir mal zum Beispiel hier diese Startseite. Ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt. Ja. Das ist jetzt die Startseite von der Wissensdatenbank, so wie ich sie für mich in meinem Unternehmen pflege. Die hat jetzt insgesamt 1,5 Sekunden gedauert, bis sie berechnet wurde. Ah, das steht da unten sogar bei dir drin. Ja, das habe ich hier unten mal eingeblendet. Das sind diese zwei Zahlen. 1,5 Sekunden, bis die Seite vom Server berechnet wurde. Und dann 2,36 Sekunden, bis der Benutzer tatsächlich mit allem JavaScript und drum und dran die Seite zu sehen bekommt. Die Seite ist jetzt gecached worden. Das macht Sinn für ein Dashboard. Und wenn ich darauf jetzt nochmal klicke und diese Seite nochmal anfrage, dann sehen wir, ist diese Zeit drastisch Oh ja, deutlich. reduziert worden. Das kann man Die vielleicht jetzt Seite ist also. in dem Video kann man das bestimmt jetzt nicht sehen, aber also eben stand da noch 2,6 auf der rechten Seite und wie viel war das andere? 1, also das ist auf jeden Fall jetzt hier irgendwie, weiß gar nicht, um Genau. 30% oder sowas nur noch von vorher, gell? Also Also das ist ein bisschen mehr. ja. Also der Server hat für die Antwort jetzt nur noch 67 Millisekunden Also benötigt. dreimal so schnell wie vorher. Ja, Ungefähr. Ja. mindestens. Ja. Also die Mathematik überlasse ich jetzt mal den Zuschauern. Das ist vielleicht auch ganz gut. Gleich mal Ja. disqualifiziert. Ja, alles klar. Aber es geht also deutlich schneller. Das habe ich verstanden. Ja, also gibt dann verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Page Cache aufsetzen kann. Entweder man schaltet ihn ein für das gesamte Wiki oder halt nur für die tatsächlichen neuralgischen Punkte, wie zum Beispiel die Einstiegsseiten, die von Mitarbeitern täglich aufgerufen werden, weil es ihre Startseite im Browser ist. Datenbankanfragen, die im Hintergrund laufen und so weiter und so fort. Es gibt natürlich mehrere Gründe, wieso man denken kann, ja, wieso hat jetzt FrostWiki selber einen eigenen Cache drin? Das ist eigentlich eine berechtigte Frage und die Antwort darauf ist, dass FrostWiki selbst am besten weiß, wie diese Seiten intern aus den verschiedenen Ingredienzien zusammengebaut sind. Und wenn einer dieser Bestandteile der Seite sich nun ändert, dann merkt das nur FrostWiki intern.
und kann deswegen intern den Cache besser managen. Bei normalen serverseitigen Reverse-Proxys oder Caches, zum Beispiel wie Valgrind oder dergleichen oder Squid oder wie die auch immer heißen jetzt, diese ganzen anderen Produkte, da basiert das Caching hauptsächlich darauf, dass ein URL gemappt wird auf den Inhalt. Und der Caching-Effekt oder Gewinn wird dadurch erreicht, dass halt Content für eine gewisse Zeit vorgehalten wird, gecached wird und dann verzögert nochmal ausgeliefert wird. Ja, alles klar. Das ist natürlich für einen Intranet-Force-Wiki, wo man Up-to-Date-Informationen haben will, nicht unbedingt dann sinnvoll. Man hat etwas geändert und man möchte quasi die Startseite sofort ein Update davon bekommen, transparent. Also wir lernen jetzt, in FossWiki 1.1 gibt es ein Caching-Plugin, das hilft mir dabei, mein FossWiki an bestimmten Stellen bis zu 3-mal schneller laden zu lassen, was vermutlich ja für die meisten Kunden ganz interessant ist. Also das ist eigentlich ein Faktor 10 bis 100, der schneller wird. Alles klar, gut. Wir waren uns ja schon darüber einig, dass die Mathematik den Zuschauern überlassen werden soll. Wir werden in jedem Fall deutlich schneller. Ja? Gut. Allerdings, ja. Was gibt es noch für Funktionen, die man zeigen kann? Ja, also wir haben in FossWiki 1.1 zwei weitere Pakete mit in das Standardpaket aufgenommen. Darf ich nochmal kurz unterbrechen? Ich meine, ist es nicht so, dass da auch irgendwie hunderte von Bugs rausgekickt worden sind? Vielleicht sollte man da das auch nochmal ganz kurz erwähnen. Da werden so Zahlen durch die Gegend geworfen. Was heißt denn das eigentlich? Vielleicht können wir das mal ein bisschen erklären, wenn da jetzt steht, da sind jetzt gegenüber Twiki zum Beispiel, FossWiki ist ja ein Fork von Twiki, sagen wir mal 600 Bugs behoben worden. Heißt das für mich als Kunde, ist das relevant? Kann ich das ignorieren? Ist das nur Marketing, bla bla? Nein, also es ist auf keinen Fall nur Marketing, bla bla. Tatsächlich tut sich eher das Marketing schwer, mit dieser doch immensen Zahl von Fixes, die da geschehen sind, irgendwie in der Art umzugehen, dass die Benutzer einen guten Eindruck davon bekommen, was da jetzt eigentlich passiert. Im Hintergrund haben wir, wie gesagt, in FossWiki eine sehr agile Community, die ständig mit der Software zu tun hat. FossWiki selbst in den aktuellsten Versionen ständig einsetzt und insofern immer wieder die ein oder anderen Unstimmigkeiten oder Verbesserungen eingepflegt werden. Und aufgrund dessen, dass FossWiki auch von seinen eigenen Entwicklern und Machern ununterbrochen eingesetzt wird und diese auch diese Software sozusagen so gut im Griff haben, erklärt sich diese hohe Bugfix-Rate. Kann man das irgendwie pauschalieren, so nach dem Motto, alle 200 Bugfixes sollte ich mal mindestens ein Update machen oder sollte ich eigentlich immer ein Update machen oder... Oh, also wir hatten, das kann man so quantitativ nicht unbedingt festmachen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel innerhalb des 1.1 Release-Zykluses einen einzigen Bug, der dazu geführt hat, dass unbedingt upgedatet werden sollte. Und zwar war das ein Bug, der in 1.1 hereingekommen ist, der in 1.0 nicht drin war. Insofern wäre das fast ein Argument, nicht auf 1.1 abzudrehen. Aber wie gesagt, dieser Bug ist behoben worden. In der Version 1.1.2, was die letzte Version ist, die released worden ist. Und das war ein sicherheitsrelevanter Bug und der ist dann von der Community innerhalb von 14 Stunden behoben worden. Da gibt es inklusive einen coolen Webartikel drüber, gell? Den gibt es noch einen Blogartikel, der geschrieben wurde, wie das abgelaufen ist. Und da sieht man auch, denke ich, ganz schön, wie Open Source funktioniert, dass es sehr agil ist, dass es schnell ist und dass die Leute sich engagieren. Ja, das ist dann auf blog.foswiki.org nachzulesen. Da bin ich wirklich sehr stolz, wie die Community da reagiert hat. Und in ähnlicher Weise, in kleinerem Umfang, gilt das eigentlich für jeden einzelnen Bug. Also wir finden immer, diese Bugs werden eigentlich im stetigen Fluss immer wieder neu behoben. Es gibt natürlich auch neue Features, die zu neuen Bugs führen. Aber viele der Bugs, die dort behoben worden sind, sind tatsächlich auch sehr relevant für Benutzer. Ja. Ich habe mal ganz kurz den Blog aufgerufen, da kann man das anschauen. Also wenn Sie das interessiert, blog.foswiki.org. Und hier ist zum Beispiel dieser Artikel mit den, wie der Security Fix innerhalb von 14 Stunden erarbeitet wurde. Sorry, ich hatte dich aber unterbrochen und du wolltest eigentlich noch eine neue Funktionalität zeigen und ich habe einfach reingerufen. Kein Problem. Wir haben zwei, jetzt zähle ich gerade sogar drei neue Module, die in FossWiki drin sind.
die das Leben mit Vorsicht erleichtern. Man muss also diese Sachen nicht mehr nachdenken.